Shalom zusammen und herzlich willkommen zu den Endzeit News. Ich bin der Endzeit Reporter und das ist unser Thema. Endzeitprophetie. Die Sternzeichen am 23. September 2017. Wird sich Daniel 8 vor unseren Augen erfüllen? Eine Frage, eine Wahrheit und damit nochmal willkommen zu den Endzeit News. Doch bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch ein paar Nachrichten aus aller Welt. Wir haben schon öfters über die neue Weltordnung der Geheimgesellschaften gesprochen, die eine Weltregierung anstreben. Dass dieses Ziel einer Weltregierung keine Verschwörungstheorie, sondern die Realität ist, machte diese Woche unter anderem Papst Franziskus deutlich. So heißt es in einem Artikel vom 23. Juni. Papst Franziskus forderte diese Woche eine einzige Weltregierung und politische Autorität und argumentiert, dass die Schaffung der einen Weltregierung erforderlich ist, um wichtige Themen wie Klimawandel zu bekämpfen. Nun, Donald Trump hat eine ganz einfache Erklärung zum Klimawandel, denn er sagte, manchmal sei es kalt und manchmal sei es warm, das Ganze nennt man Wetter. Donald Trump hat außerdem eine weitere jahrelange Tradition abgeschafft, wofür ich auf jeden Fall Verständnis habe, denn am 25. Juni wurde berichtet, US-Präsident Donald Trump bricht mit einer über 20 Jahre alten Tradition. Anders als seine Vorgänger, wie zum Beispiel Barack Hussein Obama, wird er zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan keine muslimischen Vertreter zu einem feierlichen Abendessen treffen. Denn so wie für mich persönlich der Islam nicht zu Deutschland gehört, so gehört der Islam für Donald Trump eben auch nicht ins Weiße Haus. In den USA sind ja vor allem Filme über Außerirdische sehr beliebt und so hat auch Galileo.tv am 26. Juni berichtet, dass Anonymous behauptete, die NASA würde demnächst verkünden, dass sie auf außerirdisches Leben gestoßen sind. Wir dürfen also gespannt sein, was sich sowohl auf Erden als auch im Himmel ereignen könnte. Schauen wir uns noch zwei gute und eine schlechte Nachricht an. Auf den Philippinen haben Muslime 44 Christen vor dem Islamischen Staat gerettet, indem man sie versteckt und ihnen bei der Flucht geholfen hat. Wer die ganze Geschichte hören will, der kann sich gerne die dritte Folge der Endzeit News live anschauen, wo ich ausführlich darauf eingegangen bin. Außerdem wurde am 30. Juni berichtet, dass Aleppo inzwischen komplett vom IS befreit sein soll, was ebenfalls eine gute Nachricht ist. Doch kommen wir nun zu einer schlechten Nachricht und damit zu Deutschland. So wurde auf Zeit.de ebenfalls am 30. Juni berichtet, große Mehrheit stimmt für Ehe für alle. Historische Entscheidung im Bundestag. Die Ehe für homosexuelle Paare ist beschlossen. Die Kanzlerin stimmte dagegen. Befürworter feiern einen Sieg für die Demokratie. Nun, als gläubiger Christ betrachte ich diese Ehe für alle nicht als Sieg der Demokratie, sondern als Niederlage für Deutschland, denn Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, nämlich als Mann und als Frau. Die Quittung kam auch direkt und wird auch noch folgen. So berichtete Spiegel.de ebenfalls am 30. Juni folgendes über Berlin, wo man diese Homo-Ehe auf den Weg bringen will. Unwetter über der Hauptstadt. Berlin, gezeichnet von Jahrhundertregen. Binnen 24 Stunden fiel mancherorts ein Drittel der sonst in einem ganzen Jahr üblichen Regenmenge. Und es soll weiter regnen. Gott liebt natürlich alle Menschen, doch wenn ein Land etwas erlaubt, was Gott verboten hat, dann wird das Konsequenzen haben, vor allem wenn man laut deutschem Grundgesetz auch Verantwortung gegenüber Gott hat. Außerdem heißt es im 5. Gebot Gottes, dass man Vater und Mutter ehren soll, damit man lange lebt und nicht zwei Väter oder zwei Mütter. Doch kommen wir zu unserem heutigen Thema und damit zu einer Endzeitprophezeiung. Es gibt viele Christen in Europa, in den USA oder auch in Australien, die davon ausgehen, dass am 23. September 2017 eine ganz besondere Sternenkonstellation stattfinden wird, die das letzte Mal vor mehreren tausend Jahren zu sehen gewesen sein soll. Diese Sternenkonstellation soll im Buch der Offenbarung prophezeit worden sein, wo in Kapitel 12 ab Vers 1 geschrieben steht, und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Über diese Sternenkonstellation, die am 23. September 2017 stattfinden soll, haben wir bereits im Video Sternzeichen der Endzeit berichtet und wie das mit Offenbarung 12 zusammenhängen könnte.
Die Betonung liegt auf könnte, denn wenn nichts geschieht, dann wissen wir zumindest, dass viele Christen sich diesbezüglich geirrt und die Bibel in diesem Fall falsch ausgelegt haben. Doch dass in der Endzeit Zeichen am Himmel geschehen werden, davon spricht auch die Bibel. So heißt es in Apostelgeschichte 2 ab Vers 19. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. In der Endzeit werden also nicht nur auf Erden große Zeichen geschehen, sondern auch im Himmel. Da wir uns bereits dem 23. September langsam nähern, schauen wir uns nochmal eine Auslegung von Bruder Steve Kikulanti aus Australien an und was er glaubt, was dieses Jahr noch geschehen könnte. Now a great sign appeared in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet and on her head a garland of 12 stars. This does not refer to a woman floating through the sky. The simplest, most literal interpretation of this is the constellation Virgo, which will have the sun at her head, the moon at her feet, and 12 stars, 9 from the constellation Leo, and a conjunction of Mercury, Mars, and Venus on her head. That makes 12 stars on the 23rd of September 2017. Remember that date. Another one, Isaiah 21. A distressing vision is declared to me. The treacherous dealer deals treacherously, and plunderers plunder. Go up, O Elam, beseech, O Media, all its sighing I have made to cease. Therefore my loins are filled with pains. Pangs have taken hold of me like the pangs of a woman in labor. I was distressed when I heard it. I was dismayed when I saw it. This is Isaiah 700 years before Jesus came. And he said, when he gave this metaphor of being in labor and in pain, he said, Elam and Media come and attack. Who's that? The woman in labor is interpreted by Isaiah as being associated with the invasion by Elam and Media, which, if you studied my 4,000 years of history, you know is Iran. So the Iranian invasion we covered in World War III series refers to Daniel chapter 8, a war between Iran and the Sunni Muslims, and Ezekiel 38, a war of the United Muslims against one nation, Israel. There are two wars that Iran seems to be involved with. And when the sign of the woman in the sky comes, when the woman is in pain, Isaiah calls, O Elam, O Media, come out and begin your siege. I have kept the same job and I have pastored the same church for 16 years. What does that mean? Immovable. People have come and gone. People have rejected me, criticized me. Immovable. Why? Because I know the time is near. Always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Do you know that when I was teaching this, a young person with no theological qualification, no training, doesn't win anyone to the Lord, criticized me and said, oh, you're too much about ministry, too much about working for God, too much about doing tasks for God. That's not what Christianity is. And I said, God, you know, I want to listen to everybody, even the ones who are not qualified, even the ones who have no fruit. I just wonder maybe if God is speaking to me. And I said, God, you got to show me. He said, open to 1 Corinthians 15. And I read, here's the trumpet sounding, here's the rapture. And I said, so what, God? He said, keep reading. And then he said, always abounding in the work of the Lord. I said, wow, this is tied directly to the resurrection of the dead and the rapture of the church. When are we supposed to work for God? When are we supposed to be crazy about doing things for the church? When else? But in the last days. And so let him make fun of you. I will always be abounding in the work of the Lord. You know, I was in 5 cities in 2 weeks. 5 cities. You think that's easy? You think that's fun? Eat all kinds of different food, you're in different weathers, you're on different flights. It's not fun. Always abounding. Why do I do it? Always abounding in the work of the Lord. Why do I do that? Knowing. You've got to know that your labor is not in vain in the Lord.
Your labor in the world will be in vain. You'll be burned up one day, but your labor in the Lord. I didn't say you have to become all ministers. You can be working in business, but you share Jesus now. You invite people to church now. You tell the gospel and you pray for their soul now, especially the ones who hate you, especially the ones who are giving you lots of trouble. You're not alone. All of us are going through it. The world is crazy right now. The devil is about to unleash his wrath. We're out of here soon. Egal, ob am 23. September etwas geschieht oder nicht, spätestens am 24. September geschieht so oder so eine Katastrophe, denn am 24. September findet schließlich die Bundestagswahl statt, die Frau Merkel erneut gewinnen wird. Und da Frau Merkel sich gegen die Homo-Ehe gestellt hat, beziehungsweise gegen die Homo-Ehe gestimmt hat, ist die CDU immer noch besser als die gottlosen Parteien wie die SPD, die Grünen oder die Linken. Und so wie mein australischer Bruder Steve sich von Kritik und Beleidigungen nicht vom Weg hat abbringen lassen, den er gegangen ist, so wird auch mich niemand von meinem Weg abbringen. Auch ich habe viele YouTube-Kanäle kommen und gehen sehen, doch meine Arbeit, die ich vor fast 10 Jahren angefangen habe, ist noch nicht zu Ende, sondern wird erst richtig losgehen, wenn die Zeichen der Endzeit beginnen, sich zu erfüllen. So heißt es in der Tat im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58 und in Jakobus 1, Vers 12. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Denn wir als Christen gehören nicht zu dieser Welt, wir warten auf eine bessere Welt, wir warten auf das Königreich Gottes auf Erden und natürlich auf den König der Könige, nämlich auf Jeschua den Messias, Jesus Christus. Das waren die Endzeit-News, ich bin der Endzeit-Reporter und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Amen.